Ach ja, vorhin habe ich gesagt, hier will ich ja nicht mehr hin, ne? Vielleicht sollten wir das nochmal in das Baumgebiet von vorher gucken. Ich glaube, da war nämlich unten links so ein Gebiet, wo du sagst, ey. Ach stimmt, das war das gepanzerte Zeug. Was war hier drin? Was auch immer da drin ist. Wie viel brauchen wir hierfür? 5. Hier brauchen wir 3. Okay, dann nehmen wir die Schussgeschwindigkeit raus und machen Crit voll. Ach, das stand gerade da. Crit-Chance. Okay, das ist ein bisschen blöd, dass du mehr Anlauf brauchst, ne? Wie kommst du zu dem... zu dem da? Irgendwann werden wir das rausfinden. Stimmt, hier sind wir vorher auch einmal drauf gegangen, ne? Okay. Das öffnet einen Shortcut. Nice. Okay, da können wir doch nichts machen. Fast reingerödelt hier. Ah. Das öffnet uns aber einen neuen Weg. Gleich mal reingucken. So, da öffnet sich jetzt erstmal der Knopf und müssen wieder in die Mitte. Ja, gut. Öffnet sich ein Weg. Sorry, nicht der Knopf. Schnell rein. Und schnell zurück. Da waren nur Herzen drin, nehme ich an. Nicht mal. Hätte ich den mal zuerst rausgenommen, ne? Wenn er schon gestunt gewesen ist. Ja, geht drauf. Dass die Bäume da irgendwie an den Rand dran geklebt sind, ist auch so eine Sache. Ich bin so ein bisschen am Überlegen, ob mein Chat hängt. Gucken wir gleich mal nach dem Ding hier. Oh gosh. Ah ne. Chat-Test. Danke, Cyrus. Alle so gebannt am Zugucken. Oder einfach keiner da. Oh Gott, was ist jetzt hier schon wieder? Okay, stark. Dämonische Krüge. Oh. Dachte ich, das Ding wäre schon down, weil es mir den plus 1 angezeigt hat. Gibt es hier irgendwo noch... ja, da ist noch ein bisschen... Erfahrung drin für uns. Stark. Ey! Neuer Kollege! Ein kleiner Kollege. Das sah aus, als würde das auf unser Schiff oder sowas draufpassen, ne? Ach, wieder am Anfang. Ja, das ist okay.
Ja, gut, da brauchst du mehr Anlauf, egal. Ja, da können wir immer noch nicht lang. Pling. Ja, wir gehen mal zurück ins Dorf und gucken, was der neue Kollege sozusagen hat. Oh, ja, da will ich auch rein. Da will ich auch gleich reinfallen. Wo ist der? Hier ist er auch nicht angezeigt. Wo zum Henker ist der hin? Weint das Haus? Ich glaube schon. Nee, keine Ahnung, wo der ist. Oder was der macht. What the hell? Ist das eine kleine Arena hier, ja? Oh, mit unzerstörbaren... Ja, moin. Zerstörbaren Teilen, die von der Seite schießen, ja. Oh, ich bin fast schon wieder in so eine Kackkugel rein. Kann da vielleicht mal einer... Alle rot und keiner weg, ey. Toll, von der Seite weggebounced in uns rein. Dankeschön, super. Gleich nochmal. Gleich nochmal. Gleich nochmal einen aufs Maul kriegen hier. Oh. Mir mache ich selbst. In den Drittelbereichen. Das waren sicher, wollte ich eigentlich sagen. Verdammt ich doch. Ich bewege mich zu wenig. Und wenn ich mich bewege, dann bewege ich mich... Wow! Schlechter als vorher, ey. Dann bewege ich mich direkt in die Gegner rein. Wow, ich habe den nicht mehr gesehen, den Puppelschuss, ne? Ah, es tut mir so leid, dass ihr euch das angucken müsst, ey. Schussgeschwindigkeit, Boostgeschwindigkeit, Bewegungsgeschwindigkeit, das ist ja noch schlimmer. Also, wir benutzen mal die erste Seemotte und gucken da nochmal rein, ja? Jetzt bitte ohne direkt unser ganzes Life zu verlieren. Hat er gesagt, ne? Jetzt trotzdem. Och, da sind wir auch fast wieder in eine fucking Kugel rein. Nervig. Wow! Das mit dem Ausweichen, ja, habe ich auch nicht erfunden, ne? Leck mich am Sack! Leck mich am Triebwerk! Kann man denn so schlecht sein in dem Spiel? Okay, wisst ihr was? Gehen wir dahin, wo ich gesagt habe, wo wir hingehen. Na, warte mal. Jetzt kann ich ja hier rüber. Ob das besser läuft, ist die andere Frage. Ich wage es zu bezweifeln, aber... Ach, direkt auf... Okay, da kommen Sachen aus dem Boden raus. G-
Gefällt mir gar nicht. Oh, nicht schon wieder ihr. Ihr habt mir gerade schon die Suppe versalzen. Wolltest du nicht nach rechts in das Loch? Ja. Das hier wirkt ein bisschen einfacher gerade. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wo ich überhaupt hin will. Manchmal sieht das schon gut aus, ne? Aber manchmal auch absolut gar nicht. Okay. Kleinen Scheiß weg. Hart. Oh, ja gut. Ich bin froh, dass man im Wasser keinen Schaden kriegt. Oder vom Sturz ins Wasser. Oh! Ha! Ich weiß immer noch nicht, was die machen, aber Hauptsache haben, ne? Stopp. Okay. Ach, ich kann dich nicht wehtun. Und nein, ich habe absolut keine Ahnung, wo ich überhaupt hinfahre, flieg, wie auch immer. Das war wohl wichtig. Manche von mir, Dämon. Ach, Schiffposition unbekannt. Ist das der Ausgang? Nee. Was passiert? Man konnte hier auch nach oben? Ja. Okay. Du musst wohl links abschließen, Knöpfchen drücken, rechts abschließen, Knöpfchen drücken. Der war noch okay. Oh, verstärkte. Voll rein, ganz kurz bevor er explodiert ist. Habe ich stark gemacht. Ja. Alle Knöpfe drücken, oder wie? Sieht so aus. Er schießt weiter. Okay, oben ist frei. Da links ist extra Erfahrung. Ich mache so die Dinger hier weg. Könnte ja sein, dass... fast da hinten reingeflogen. Könnte ja sein, dass da irgendwas gibt für... ich hätte ins Wasser fallen sollen, nicht Dödel, ey. Vielleicht brauche ich wirklich Schiffgeschwindigkeit, um sowas hier besser auszuweichen. Ja, komm, Bewegungsgeschwindigkeit. Aha! Aus den Bäumen der Hinterhalt. Auch, sah auch geil aus, ne?
sah auch sehr cool aus. Oh, oben oder unten? Ah, ja. So kommst du dahin. Gut. Oh, kriegen wir das trotzdem? Ja, okay. Noch der gleiche Bildschirm gewesen. Okay, Knopf 1. Ja, da links wären wohl die... Was, das killt dich instant? Das setzt sich einfach zurück? Ah ja. Das war natürlich der Plan, damit ich jetzt den anderen Knopf drücken kann. Ich kann mich gerade nicht bewegen, während der Boss spawnt. Ich hoffe, wir kriegen jetzt nicht von dem aufs Maul. Okay, der sieht aus wie so ein Käfer, ne? Gepanzert. So. Erstmal die Umgebung aufgeräumt. Okay, gut, wir warten einfach, bis es sich umdreht. Das geht auch. Ja, der dreht sich zu schnell für uns, würde ich sagen. Scheiße! Er hat aber einen schnellen Schuss losgelassen, ne? Wow, in den langsamsten Schuss der Welt reingejietet, ey. Ich bin immer so auf den Gegner fixiert, ne, mit meinem Blick. Aber ich glaube, du musst einfach nur irgendwo hinschießen und darauf achten, dass du nicht getroffen wirst. Schlecht. Wie lang kann man für einen Kampf brauchen, ne? Wahrscheinlich werden wir eh gleich geröstet. Wow. Und jetzt noch mehr Phasen, ne? Okay. Das ist wenigstens machbarer für mich. Auch wenn das alles andere als souverän aussieht, ne? Es wird immer so ein Spiel, wo man sagen kann, souverän geht anders. Bin ja froh, dass wir nicht draufgegangen sind, ey. Alter, wie sind sie da weggeheatet, ne? Holy. Wer oder was bist du? Kind des Kristalls, dein ist nun die Kraft, die einst mein war. Sammle Energie aus blauen Kristallen und verwende meine Kraft, um diesen Schrein zu verlassen. Ach, das wird da unten dann eingefüllt und mit dem rechten Bumper? Ah ja. Wir haben... eine Bombe? Ah ja. Ich weiß nicht, ob das durchgegangen wäre. Ich wollte eigentlich ausprobieren, ob uns das schützt, aber lieber doch nicht, ne? Okay. Wir haben eine Bombe. Mal gucken, ob wir
gucken, ob wir damit diese Risse, zum Beispiel in dem Baum, wegsprengen können. Nein! Okay. Dann ist das nicht des Rätsels Lösung. Aber irgendwo habe ich was anderes gesehen, wo ich mir gedacht habe, wie kommst du da? Oh. Das meinte ich jetzt nicht. Nehme ich aber trotzdem dankend an. Irgendwo anders habe ich was gesehen, wo ich mir dachte, wie sollst du an diese Energie rankommen? Da war irgendwo... so eine Wand, wo dahinter extrem viel Energie war. Vielleicht kannst du das mit der Fähigkeit abgrasen. Das war, glaube ich, nicht. Aber jetzt kommen wir auch hier hin, ne? Alter, du entdeckst so viel Neues jederzeit. Ich mag dieses Geräusch, wenn die deaktiviert werden. Oh. Okay. Erstmal Kleinvieh. Autschen. Okay, das war's schon. Stark. Gefällt mir. Was war das da oben? Oh nein! Typische Zelda-Gegner. Sollten wir schon hier sein? Nö. Natürlich nicht. Wow. Doppelt getriggert, unser Plug. War das... waren schon öfter hier drin, ne? Oh, aber war das vielleicht weiter... Hä? Ne, das ist nicht das, was ich meine. Aber wo war das denn? Ah ja, hier! Nein? Oh, come on! Oh. Ich hätte schwören können, dass das funktionieren würde. Ah, beim Eingang zum ganz am Anfang hat der Boden beleuchtet. Hättest du es benutzen können, also in diesen Tempel rein? Können wir ja gleich mal gucken, was da mit dem, was es damit vielleicht auf sich hat. Oh, hier brauchen wir 5. Oh, guck mal hier. Erhöht den Schaden und die Reichweite. Ach, kannst du nicht abwerten. So, die Karte sagt, da haben wir schon alles, okay. Da müssen wir da auch nicht mehr rein. Und es sieht so aus, als würden wir unsere Bombe auch durch durch Gegnertreffer wieder aufladen, ne? Gucken wir mal. Der Eingang hat geleuchtet hier.
Du meinst, wenn wir die Bombe benutzen, oder? Nö. Hier sind wir rausgespawnt, oder? Ja. Ich frag mich immer noch, wo der kleine Hosenscheißer ist. Ach, hier ist der Hosenscheißer! Ich kann nichts mit ihm machen. Außerdem zeigen, dass uns das egal ist. Also gut. Es ist scheinbar eine kleine Family, die es hier gibt. So. Hier unten wollte ich eigentlich weitermachen. Weil da unten gab es nämlich so eine Stelle, wo... Genau hier. Ja, das sieht doch gut aus. Ah ja. Hier wollen wir auch lang, aber hier geht's noch nicht lang. Oh ja. Die gehen wenigstens halbwegs schnell kaputt. Ich mag das nicht, dass die sich sozusagen im Boden verstecken. Was ich hingegen mag, ist, dass die so rascheln, als wären die im Laub, ne? Wie so ein kleiner... ja, heißen die Dekus? Oh! Hey! Ja moin, checken wir gleich mal ab hier. Dachte, der Boden hat pulsiert. Ja, kann man ja nie wissen, ne? Ja, da ist die Tür zu, da werde ich die Bombe wahrscheinlich auch nicht benutzen können. Da hätte man auch überlegen können, ob man die Bombe raushaut, ne? Alter, wir haben nur 2 Life. Oh, ich und meine Ungeduld, ey. Naja, da geht's nicht weiter. Puh, zum Glück... wow. Ich wollte gerade sagen, zum Glück kostet das kein Life. Was? Da haben sie mich hier geteasert, ne? Kann man vielleicht irgendwas in den Herz geben? Oh no. Oh, die überleben das. Ja gut, wir haben die Bombe auch nicht verstärkt oder so. Ja, ich weiß, da unten geht's weiter rein. Aber ich will erstmal hier aufräumen. Ah, ich Vollidiot, ich bin da hängen geblieben. Oh no. Setzt er uns wieder ganz... Oh, leck mich doch am... Leck mich doch am Dorfeingang. Wie oft sind wir schon verreckt? 27 Mal, ja? Moment, waren wir hier drüben? Ja. Wir sind da links lang. Ja, wobei, ich glaube, ich möchte da trotzdem nochmal lang. Ja, hat natürlich nicht zweimal funktioniert. Danke. Du, bevor ich jetzt hier ein Live verliere, oder 2 oder 17. Bin mir auch sicher. Ich habe einiges an Geheimgängen übersehen. Also einfach so durchlässige Wände und so, ne? Ich habe dafür kein Auge.
Klopp. Das dachte ich gerade schon. Hä, wieso treffe ich die Dinger nicht? Wow, wo ist er denn hergekommen? Alter, so viele... Wow. Stark. Einfach draufhalten. Ich mag diese Passagen, die sind cool. Halt, stopp. Nope. Oh, da unten ist wieder ein Kollege. Ein Schiffling. Ich liebe dieses Wort, ne? Schiffling, das hört sich echt süß an. So, warum ist hier so ein leuchtendes Ding? Ich gucke jetzt mal, ich guck mal, was das ist. Es ist ein Ausgang. Lass mal gucken, wo wir uns hier befinden. Ah ja! Okay, cool, cool, cool. Kannst du die Rubine nicht irgendwo für Upgrades der Waffen benutzen? Meinst du die großen, runden TÜV-Plaketten da oben rechts? Die 19? Ich glaube, wir brauchen irgendwas, blablabla, 60, um die nächste Knarre zu kriegen. Ha. Das sieht auch irgendwie komisch aus, die Wand. Ja, die sehen alle so aus, okay. Ach, da komme ich jetzt auch nicht mehr lang, ne? Ja, komm, lass mal hier raus. Vielleicht müssen wir irgendwo links wieder rein. Oder meinst du die zwei da oben links, diese blauen Kristalle? Hier voll die Wüstenlandschaft. Das sieht doch verdächtig aus hier. 60, da musst du noch suchen. Ja, so ein bisschen schon. Alright. Ich glaube, wir sollen hier noch nicht sein, oder? Wenn das nächste Hauptgebiet eigentlich da unten pulsiert. Uff, sogar ein großer Kollege von denen. Ach, die drehen sich jetzt auch noch. Die haben Spaß, ne? Der könnte aber so ein rotes Ding geben. Vier davon sogar. Oh, die... Alles okay bei euch, ja? Ach, ich dachte, da kommt was raus. Schussreichweite finde ich eigentlich auch interessant. Crit, Schussreichweite. Ja, Schussreichweite ist auch super. Auch wenn wir jetzt dann langsamer schießen, aber... Den haben wir gestunlockt. Nicht rein. Das war ein starkes Level-Up. Das hat mich davor bewahrt, da in den Kollegen reinzurasen. Kann ich? Ja. Ja, dann muss ich wohl doch irgendwo... Macht das auf, wenn wir mehr Life haben? Oder was sagt mir das? Oder... Oh nee, das wird wahrscheinlich sein, besiege den Boss, der mit 6 anderen Kollegen rumläuft.
Oh. Ja, gut. Ah! Das Schöne ist, wir können mit dem Boulder da noch nichts anfangen. Okay, einer weniger. Oh, da hatten wir aber auch Schwein, ne? Ich mag das Gebiet, aber wir sollten noch nicht hier sein. Ist sehr weitläufig, ne? Aha, große Mauer. Was ist das jetzt? Zerstöre 20 große Gegner, die keine Bosse sind. Oh. Gut.